Der Landkreis Friesland hat die Konsequenzen aus dem fehlerhaften Krisenmanagement nach dem Ölunfall auf dem Kavernengelände in Eetze gezogen und nun für das Gebiet des Landkreises Friesland die Verantwortung für die Gefahrenabwehr übernommen. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr haben unterdessen bei Allendalasiel weitere Ölsperren errichtet, um ein Weiterfließen des Öls in Richtung Erdbusen zu verhindern.